Willkommen, liebe Clevervans-Freunde, liebe Kastenwagen-Freunde, zu einem neuen Optimierungsvideo bei Van Berlin. Ich stehe heute in unserem Kastenwagen, in unserem Clever Move, und wir wollen die Deckenlampe heute austauschen. Warum? Wir haben das Problem, dass bei dieser Deckenlampe zwar weiß und blau möglich sein soll, aber aktuell geht nur weiß und auch nur zu 100%. Dimmbar ist es auch nicht. Diese Lampe, auch blau, auch weiß, aber dimmbar von 5 bis 100%. Und wie die verbaut wird, wie wir die abbauen, wie das alles funktioniert, das erkläre ich euch jetzt im Optimierungsvideo. Bleibt dran! Bevor wir mit dem Umbau starten, wie ihr es kennt, ein paar allgemeine Informationen zu den beiden Lampen. Also hier oben ist eine 195 mm Lampe verbaut. Ich habe mir das mal hier aufgeschrieben. Die hat 11 Watt im weißen Modus, sie hat 1 Watt im blauen Modus, also wenn nur die Farbe blau benutzt wird. 4100 Kelvin soll die Temperatur der Farbe sein und die Lampe bzw. die Leuchte ist ca. 12 mm stark. Der Nachteil bei der ist aktuell, dass wir sie in unserem Clever Move nur volle Kanne weiß anschalten können. Wir können sie nicht dimmen, wir können auch nicht die blaue Funktion nutzen, die sie auch hat, die aber nicht genutzt werden kann. Das werden wir gleich sehen, wenn wir das Kabel und wenn wir die Leuchte abgeschraubt haben. Das können wir uns das Kabel danach gleich anschauen. Und um das verbessern zu können, müssten wir entweder ein neues Kabel anschließen, weil die Kabel sollen bereits hier bis zum Kabelblock liegen, also der hier hinter ist. Hier ist ja der Lichtschalter, aber aktuell ist eben nur ein An- und Ausschalter für diese Lampe. Ja, also wenn ich hier schalte, geht sie nur an oder aus. Die blauen LEDs da drin sind bei uns nicht anzuschalten. Bis wohin das Kabel geht, weiß ich nicht. Aber das ist für uns so gar nicht so relevant, weil wir wollen den Schalter weiter nutzen. Wir wollen keinen weiteren Schalter verbauen und wollen zukünftig an der Leuchte selbst, an der Deckenleuchte selbst, umschalten. Und bei dieser Variante, die kostet ca. 60, 62 Euro. Wie ihr es kennt, in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Produkt mit dem Link, mit allen Informationen, die ihr dazu wissen müsst. 830 Lumen hat die Leuchte, ist ca. 1 cm stark, also damit ähnlich wie diese. Die soll bei 1,2 cm liegen, diese ca. bei 1 cm. 13 Watt, damit etwas mehr als die alte Leuchte. Hat 3000 Kelvin, ist also ein bisschen mehr Richtung Warmweiß. Und IP44, wen es interessiert, wäre auch noch ein Wert. Umzuschalten später soll mit diesem Knopf hier möglich sein. Das ist ja bloß der weiße Rahmen. Mit diesem Knopf kann also umgeschalten werden zwischen Blau, zwischen Weiß und Aus. Und zusätzlich, wenn die Farbe Weiß eingestellt ist, indem man den Knopf lange drückt, soll die Dimmung oder die Dimmbarkeit zwischen 5% bis 100% möglich sein. Also sprich, dass man das einstellen kann. Das Ganze mit Memory-Funktion, sprich, sollten wir hier vorne den Lichtschalter, den ganz normalen Lichtschalter, ausschalten, dann behält die Leuchte den letzten eingestellten Wert im Speicher, und wenn man sie wieder anschaltet, soll sie wieder so starten, wie man sie zum Schluss ausgeschalten hat. Ja, so, das alles mal rein zur Theorie. Bevor wir loslegen oder bevor wir die neue ja verbauen können, müssen wir zunächst mal die abbauen. Und da vielen Dank an die Facebook-Gruppen. Ich glaube, ich habe in ein oder zwei Facebook-Gruppen nachgefragt, wie könnte man die abbauen, weil ich hatte es erst ein bisschen probiert mit Drehen und so und habe das irgendwie nicht hinbekommen und habe den Tipp bekommen, dass man mit diesen Kunststoffhebelwerkzeugen, die ich euch auch nochmal verlinke, hier an mehreren Stellen ein bisschen hebeln kann. Hier leicht rumfährt. Ja, dann hört ihr schon ein bisschen knacken und dann kriegt ihr das aus der Fassung entsprechend raus und dann habt ihr den, ja, chromfarbigen Hochglanzring, den könnt ihr dann schon mal abnehmen. Darunter findet ihr drei Schrauben. PH2 wäre das für die, die den Wert wissen wollen. 1, 2 und Nummer 3. So, und hier wäre ich davon ausgegangen, dass hier ein 160er oder 165er Loch dahinter sitzt. Sitzt es aber gar nicht. Also, Daniel ist heute wieder hinter der Kamera. Hallo Daniel übrigens. Komm mal ein Stück näher, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Hier seht ihr den Namen. Also unter WestACC, Artikelnummer 4305757, läuft das Produkt und angeschlossen an drei Kabeln. An dem schwarzen ist negativ, also sprich Masse. Am blauen Kabel ist das blaue Licht angeschlossen und an dem weißen Kabel das weiße Licht angeschlossen. Ihr seht es auch gekrümmt, also hier irgendwo vorne
neben dem Kühlschrankblock müssten also ein pinkfarbenes, ein braunes und ein gelbes Kabel ankommen. Für uns ist es so, dass wir uns gleich nur mit dem braunen Kabel und dem gelben Kabel beschäftigen werden. Das andere werden wir so lassen, wie es ist. Und wenn das hier jetzt gleich abkrimpen. Kurze Pause, hole ich das passende Werkzeug und dann geht es gleich weiter. Ja, wir starten mit dem Abschneiden der alten Leuchte. Wir erinnern uns, Pink ist blau, ist also in unserem Falle nicht relevant. In eurem Fall, ja, nee, bei der neuen könntet ihr das gar nicht, wenn ihr das Doppelschalter habt. Es soll einige clever Modelle geben, da habt ihr einen Doppelschalter drin, könnt also sowohl blau als auch weiß. Da würde das nicht funktionieren, weil die eben nur zwei Zugänge hat. Okay, wir brauchen den Pink nicht, wir brauchen den gelben. Der gelbe ist weiß, sprich der gelbe ist stromführend, das wird also der rote werden. Daniel, wie heißt so ein Ding hier? Du bist doch Elektriker. Ist ein Verbinder. Okay. Wollte jetzt hier mal mit Fachtermini ein bisschen glänzen. Ach halt, was haben wir vergessen? Wir müssen erst noch abisolieren. Nutzen wir die Zeit, geben nochmal einen Hinweis. Diese Leuchte, habe ich euch ja gesagt, die lief früher, hier steht es ja drauf, WestACC. Wir haben sie im Internet aber auch unter Crusader Tarente und Haber Tarente gefunden. Den Namen schreibe ich euch dann in der Videobeschreibung auch mal noch mit rein, falls ihr da irgendwo noch eine Info zu braucht. So, nochmal kurz gucken. Gelb war weiß und gelb ist stromführend. Genau, mit dem fangen wir an. So, abisolieren. Rumwickeln. Frage an den Fachmann, kann ich auch erst eine Seite reindrücken und danach die zweite? Daniel sagt, ja, dann machen wir das mal. Eigentlich ist die Hülse gefühlt lang genug. Schauen wir nochmal kurz. Ja. Ja, der hat sogar eine Blockade, also der geht innerlich gar nicht weiter. Okay, ja, dann war das mein Fehler. Dann macht das doch am besten so. Also erst die eine Seite. So. Prüfen. Ja, ist fest. So, dann machen wir die zweite gleich noch mit dem anderen. Die blaue. Wo ist meine blaue hin? Die blaue liegt hier. Dann können wir die auch hier schon mal einspannen. Ja, Lerneffekt setzt schon ein. Stromführend, möglichst immer rot. So, und hier steht hier was drauf. Gucken wir nochmal schnell. Ne, okay. So, hier müssen wir auch nochmal abisolieren, weil hier habe ich das Kabel gekürzt. Die fangen wir mit dem braunen an. Erst dazwischen. Dann das schwarz-rote Kabel. So, prüfen. Ja, ist fest. Dann das rote Kabel. Jetzt hänge ich ein bisschen vor der Kamera. Okay, das Kabel ist auch ordentlich drin. Und das jetzt hier noch zusammendrücken. Und dann haben wir das. Okay, wunderbar. So, lass mal hängen. Ja, okay, das reicht schon. Hier das pinkfarbene Kabel, wenn wir hier leicht umdrehen. Ein bisschen knicken, damit es hier oben noch liegen bleiben kann. Ja, verbunden ist sie. Jetzt wollen wir mal einen Funktionstest machen. Na wunderbar. So, und dann drücken wir mal rauf, ist aus. Ah, blaues Positionslicht. Wieder voll weiß, lange rauf drücken. Und siehe da, Dimmung runter. Das wäre aus, blau, merkt sie sich. Jetzt machen wir das mal hier aus. Und wieder an,
und sie geht in die Stellung. So soll es doch sein. Okay, das heißt, Lampe kurz mal aus. Das ein bisschen hier verstecken, die Kabel. Die hier oben reinfädeln. Und dann schauen wir mal, ob wir eins dieser Löcher hier gleich mit benutzen können. Also das, die geht. Die anderen beiden werden dann auch versteckt. Okay, das heißt, wir werden die hier vorne benutzen. Jetzt schaue ich mal, das sind die Originalschrauben. Aber ich sehe schon, die Originalschrauben werde ich hier nicht benutzen können, sondern werde diese benutzen. Die kleinen mitgelieferten. Sind diesmal 6 dabei. 3 waren es davor, jetzt sind 6. Schauen wir mal, ob die in dem alten Loch auch funktionieren. Naja, so richtig fassen sie nicht, aber das ist nicht schlimm, weil wir haben ja ausreichend Schrauben mit dabei. So, alle alten Löcher sind versteckt. Für uns ist das jetzt hier nicht weiter relevant, ob es weiter drüben ist oder nicht. Stufe 6 eingestellt. Eins, zwei, drei. Jetzt im Überlegen. Ja, pass auf, mehr als 3 machen wir gar nicht heran. Also die 3 reichen. Ja. Nö. Also die Lampe, die Leuchte ist ja dran. Also mehr brauchen wir nicht. Hier ist nochmal der Hinweis. Multicolor Switch, One Press, Two Blue. Also einmal drücken Blau, danach Weiß und danach wieder aus. Okay, ja, das haben wir. So, diesen Hinweis machen wir hier oben gleich mal ab. Okay, jetzt nehmen wir noch den Rahmen. Und auch der geht 1A drauf. Ja, also das ist doch jetzt super leicht gewesen. Anmachen, lange raufdrücken, volle Helligkeit. Ja, das ist so. Daniel, hast du das Gefühl, dass es dunkler ist? Nee, oder? Also er schüttelt mit dem Kopf, also die ist genauso hell, wie sie vorher war. Raufdrücken ist auch aus. Also ich spiele jetzt bloß mal rum, hier vorne ausgemacht und wieder angemacht und sie bleibt aus. Einmal ist blau, kann ich blau auch dimmen? Nee, blau kann nicht gedimmt werden. Weiß, volle Pull-Off. Es ist nach wie vor sehr grell. So, und das machen wir jetzt mal wieder auf die kleinste Stufe, die wir haben. Und aus. Und an. Also so ist das, wie wir es haben wollten, weil uns war das einfach viel zu hell mit der Lampe und wir können es eben jetzt auch umschalten zwischen Blau und Weiß und können es hier oben umschalten. Also selbst da vorne den Schalter braucht man nicht mehr. Also jetzt bei Dunkelheit noch schnell der Funktionstest bezüglich den Helligkeiten. Also das ist Weiß mit minimaler Helligkeit, das ist also die 5%. Jetzt drücken wir hier mal rauf, da seht ihr gleich das Maximale. Oh ja, also das ist schon sehr, sehr hell, also dass man ja kaum reingucken kann. Einmal raufdrücken wäre dann auch aus. Nochmal raufdrücken ist dann blau. Noch einmal raufdrücken und volle Kanne wieder weiß. Und das drücken wir nochmal, bis wir wieder die minimale Helligkeit erreicht haben. Das wäre dann diese Stufe. Ja, also wir sind damit mega zufrieden. Auch das Blau ist okay. Umschalten, Memory-Funktion funktioniert. Ja, hervorragend. Ich bin zufrieden. An der Stelle würde ich sagen, Projekt abgeschlossen. Alle möglichen Informationen zu dem Produkt, zu der alten LED, zur neuen LED, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da packen wir euch auch einen Bestelllink rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und Mehrwert gebracht habt, dann gebt uns einen Daumen, abonniert den Kanal und ihr werdet wieder informiert, wenn Van Berlin weitere Optimierungen und Ausbauten am Clever Van bei uns, der Move 600, vornimmt. Wir sehen uns wieder. Ich darf mich verabschieden. Bis dann. Ciao, ciao.